Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 246, glaube, von Simotrans. Ja, letztes Mal, als ich schon eine Aufnahme habe, ich das auch mit der Zahl vertan, aber naja, das ist halb so wild. Ihr seht es gleich eingeblendet, was die Folge ist, das wisst ihr dann, da ist auf jeden Fall richtig. Gut, wir sind jetzt hier in Harexen gewesen, haben da die Bushaltestellen gemacht. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir schon durch sind. Wir müssen einmal nochmal über den Plan gucken und schauen, ob noch eine Stadt offen ist. Ich meine aber, ich wäre einmal rum mit den Bushaltestellen. Aber wir können ja trotzdem nochmal sicherheitshalber nachgucken und schauen dann, was wir als weiteres dann machen. Das alles natürlich nach dem Intro. Bis gleich. So, da sind wir. Ich habe mich mal da unten aus der Ecke ein bisschen rausgenommen, weil da ist jetzt in diesem Fall die Koordinaten sind hier und das Datum und ne, das Spiel anhalten und so. Und aber bei anderen Spielen sind da auch wichtige Sachen und deswegen habe ich mich da mal ein bisschen aus der Ecke rausgerückt. Jetzt wollen wir aber gucken, wie es hier so weiter ist. Wir gehen mal aus der Pause raus. Ich habe natürlich WASD gedrückt, wie ihr seht. Ist natürlich falsch in dem Spiel. Wir müssen schauen, dass wir das hier nehmen. So, jetzt schauen wir mal gerade hier rüber. Die Kirche ist komplett drinne. Ah, hier unten ist noch was. Da ist tatsächlich ein Gebäude hingekommen, wo nicht 100% abgedeckt ist. Vor allem, was ich krass finde, dass dieses Gebäude wahrscheinlich ein Gebäude ist, was ich nicht erwartet hätte, dass es hier über die Dingen sich erweitert zur Stadt hin. Weil das hat Simotrans nie gemacht, über Doppelgleise hinüber sich zu erweitern. Und das ist ja jetzt hier wohl doch passiert, oder? Auch wenn es jetzt ein öffentliches Gebäude ist, aber das ist mir neu, dass das geht. So, und jetzt bedeutet das für uns, dass wir da definitiv jetzt erstmal eine Straße bauen, die hier weitergeht. Und wir müssen, ich glaube, hier ist nur abgedeckt und da nicht, ne? 1, 2, 3, 4. Dann müsste das ja hier so raus sein, ne? Damit wir die reinkriegen, ne? Ja, das wäre so richtig, die Bushaltestelle. Und die ist dann tatsächlich da. Da habe ich es doch eins zu kurz noch gemacht. Machen wir da noch ein Stück Straße dazu und machen dann auch den Postkasten nehmen, ne? Wie wir das immer so machen. So, und damit müssten wir dann noch mal schauen, dass wir noch eine Linie anpassen, die wir hier abholen. Das ist die Linie Ost. Oh. Ach ja, was ich sagen wollte, Simotrans 123.0, es hat ein Update gegeben, automatisch hier übers System und wie wir gerade sehen, hat sich da einiges getan. Die 123 sieht dann doch wohl etwas anders aus. Okay, ein bisschen hier mit grünen Dingens, weiß nicht, ob das sagt, wie viele Passagiere da stehen, ob das gut ist oder schlecht ist. Ja, sieht so aus. Hier wird sie nämlich gerade rot. Ist jetzt mit der Farbwahl nicht die ideale Wahl, aber naja, ist halt so. Gut, wir wollen hier. Das ist eine Haltestellenliste. Okay. Und aha, das ist vielleicht auch neu, kann auch sein. Oder ich habe noch nie reingeguckt, könnte auch sein. Fahrplan ist ja hier, ne? Warte mal, ich bin jetzt. Wenn wir jetzt hier hingehen, ist das Hardexen Ost. Das ist der Fahrplan. Hier können wir hinzufügen, haben wir, genau. Okay, hier ist so ein bisschen was doch anders wie sonst, glaube. Gut, hinzufügen ist ausgewählt. Ja, das wäre schon mal richtig. Jetzt weiß ich nur nicht. Ja, komm, wir machen es mal, probieren es mal aus. Ja, kommt automatisch hinzu. Jetzt ist die Frage, Hardexen Ahornstraße fährt er, Hardexen Maria Geiler Weg. Dann kommt er von der Louis Pasteur, vom Louis Pasteur Ring. Okay. Ja, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Die Ahornstraße ist hier. Er kommt von dort. Warte mal, hinzufügen. Ich mache mal einfügen und hoffe, dass das jetzt da drüber macht. Ich will nämlich erst dann dahin. Und dann dahin. Dann fährt er von da wieder da. Ja, das passt jetzt. So, so ist richtig. Okay. Sehr schön.
Das haben wir dann. Die Bushaltestelle ist noch angeschlossen. Dieses Gebäude ist jetzt auch auf jeden Fall abgedeckt. Und hier war jetzt nichts mehr, ne? Will ich hoffen. Ne, das sieht alles gut aus. Und ich meine, wir wären im Uhrzeigersinn über die Karte gegangen und wären hier oben in Riedenburg angefangen. Bin mir aber nicht sicher, aber wir können das ja mal nochmal gerade checken. Aber das sieht ja hier alles abgedeckt aus. Hier unten wächst leider nichts, das ist klar, weil es halt nur Dingens ist. Sag schon, eine Touristenattraktion. Gut, da war nichts. Ja, ich glaube, wir sind einmal rum, ne? Hier sind wir jetzt in Floto. Floto ist nix. Und Waldeck ist auch nix. Ich meine, ich hätte hier nämlich schon weitere Sachen gemacht. Das ist schon erledigt. Ja, das sieht eigentlich alles erstmal gut aus hier. Ich sehe jetzt keine Stelle oder habe ich was übersehen. Ne, ich glaube nicht. Hier, das ist doof mit dem weißen Fleck da. Müssen wir schnell eine Straße lang bauen, dann ist das weg, ne? Da waren wir. Jetzt gehen wir erst über Lauter nach Sondershausen dann. Da haben wir hier, glaube ich, gebaut. Das sieht erstmal alles gut aus. Hier ist nichts dazugekommen. Hier ist noch alles gut. Sondershausen, wie sieht es da aus? Sondershausen hatten wir hier mehrere Kreisverkehr. Ja, das hatten wir hier gebaut. Das sind wir auch schon durch. Und das ist auch nichts Neues. Das können wir auch gerade gucken. Ist ja nicht so verwerflich, dass man einmal über seine Karte nochmal guckt, ob alles in Ordnung ist, ne? Hier ist nichts. Hier ist alles abgedeckt. Ja, sehr gut. Und Radolfzell haben wir hier, glaube ich, auch schon gebaut gehabt, wenn. Hier ist noch ein bisschen was gebaut. Da in der Mitte ist zum Glück nichts gebaut. Hier haben wir auch schon alles fertig. Passt. Da oben haben wir Adenau. Da hatten wir das Gymnasium angeschlossen. Das ist ja auch erledigt. Ja, wir waren hier definitiv am Arbeiten dran. Das sieht ja alles gut aus, ne? Und dann sind wir bei Altenau gewesen, was ja hier rüber ist. Wahrscheinlich jetzt hier nach rechts, dann müssten wir doch da irgendwo hinkommen. Ne, da oben ist es. Ne, das ist noch viel höher, okay. Aber hier sind wir. Hier haben wir auf jeden Fall alles fertig. Gut, dann sind wir damit durch. Dann ist zu überlegen, was wir als nächstes machen. Wir sind auf jeden Fall in der Bilanz einmal schauen und da schauen wir, wir sind noch bei 30% in der Marge. Das heißt, wir machen kein Minus. Betriebsgewinn sieht so aus. Der ist zwar hier oben schon mal viel besser gewesen, aber trotzdem sind wir gut. Das reicht. Wir sind permanent bis hier ganz knapp im Plus gewesen, sonst sind wir im Plus gewesen. Obwohl, ich weiß nicht. Ist ein bisschen schlecht hier zu sehen, die Farbe. Ich kann es auch nicht markieren, dass es anders aussieht. Das ist wohl der Tiefstwert mit 1,1 Millionen, oder? Und das ist der Höchstwert mit 10 Millionen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Wir haben 56 Millionen plus sozusagen. Naja, steht hier unten auch, ne? Wenn man das lesen kann, dann geht's. Naja, also passt alles. Wir sind da gut unterwegs. Wir können jetzt wieder in irgendwelche Linien gehen und gucken, dass wir die optimieren. Fahrzeugliste. Ja, der Jack RG war das, glaube. Der hatte mir ja dann noch geschrieben, ne? Shift F war das, ne? Da geht die Liste auf, Industrieanlagen, die man hier bauen kann oder nicht bauen kann, ne? Da ging es nämlich um Autohaus. Und das 1982. Ist also machbar und die Kette wäre dann natürlich dann da fertig zu machen, weil wir hatten darüber gesprochen mit dem neuen Pack und so weiter und so fort, aber ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, Filter einstellen. Kein Gewinn. Ohne Route blockiert, ne, das passt schon alles. Okay, das hat sich alles mit der 123 etwas geändert. Und was muss ich jetzt drücken? Alle Anzeigen oder wie? Nee, das ist das hier rechts, okay. Keine. Spezialfilter, kein Gewinn. Alle? Achso, das ist automatisch. Alles klar, wir wollen jetzt keinen Spezialfilter haben, keinen Gewinn.
Zu schwer für mich, merke ich schon wieder. Die sind alle Minus hier. Und da ist Plus. Ja, da müssen wir nochmal hier sortiert nach. Gewinn. So, den brauche ich. Jetzt sind wir dahinter, ne? Also hier hätte ich die Richtung wahrscheinlich aufsteigen, absteigen noch ändern können. Genau. Sehr modernisiert das Ganze. Und wir haben hier einen Zug, der gerade wo steht? An einem roten Signal steht. Jetzt aber weiterfährt. Wo fährt er hin? Dass der Minus macht. Die Aufgabe von ihm ist Stahlwerk zu Stahlwerk, okay. Jetzt ist er da reingefahren, ja. Hier hinten ist er. Und kriegt jetzt wahrscheinlich nichts mit, weil von hier nach da nichts. Der Schrott, da geht es um den Schrott hin und her fahren, glaube, ne? Und da passiert natürlich nichts, weil weder dieses Stahlwerk noch Schrott hat oder braucht. Ja, genauso wie das andere auch. Da können wir mal gerade hinfahren. Denn hier wird auch Schrott sein, ja. Siehst du, ist auch voll. Deswegen ist es so, dass ja. Schwierig, ne? Dieser Zug hat seine Begründung da drin, also hat seine Daseinsberechtigung da drin, dass er halt den Schrott hin und her fährt. Und ich weiß, dass er auch noch andere Sachen da hin und her fahren könnte. Aber leider fährt er die ganze Zeit Minus ein. Weil kein Schrott drüber gefahren wird, das ist es. Aber wenn ich jetzt hier den warten lasse, dann bringt er mir die Kohle, die hier rüberkommt und dann weitere Verbindungen hat zum Beispiel nicht weiter. Weil die gibt's auch. Hier Verpackung Zementwerk, der fährt dann da. Warte mal, Verpackung Zementwerk, aber der hat bestimmt auch wieder andere Sachen noch zu bringen oder sowas, ne? Schüttgut Sand ist hier, ne? Das würde da, glaube ich, nicht mit transportiert werden. Ah, das ist auch so eine Schwierigkeit. Aber das sind so Züge, die wir vielleicht wenigstens turnusmäßig seltener fahren lassen müssten. Das können wir auf jeden Fall einstellen. Aber dann fangen wir aber bei dem oben an hier. Dann fangen wir hier an. Der Fahrplan muss dann ein bisschen abgeändert werden. Laden oder Wartezeit? Warten auf Mindestbeladung. Oh, feste Abfahrtzeiten. Das ist ja der Hammer. Oh, jetzt wird's schwierig, kenne ich noch nicht. ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen, ne? Warten auf Mindestbeladung. Feste Abfahrtzeiten. Am 1. um 0 Uhr. Am 1. am 10. Oh Mann, der fährt jetzt. Ach so, das ist okay. Der fährt fünfmal im Monat sozusagen. Das ist am 1., am 7., am 13., am 19. und am 25. Sehr gut. Fünf Abfahrten im Monat. Und dann ist da tatsächlich noch die Uhrzeit hinter. Jetzt ist nur die Frage. Wie oft muss der fahren? Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Was ist denn, wenn ich nach 0? Auch 154 ist das Maximum, okay? 154 beim Monat? Keine Ahnung, das ist ja irgendwie. Ich kann das ja auf 30 Mal machen, dann müsste er jeden Tag einmal fahren. Aber das will ich ja auch gar nicht, dass er jeden Tag einmal fährt. 15, das wäre jeden zweiten Tag. Ich glaube, das reicht. Das lassen wir mal so, oder?
Hadexen-Stahlwerk, da soll er ruhig immer sofort wieder wegfahren, wenn da nichts gekommen ist, weil ich glaube, das ging nur um andersrum. Aber wir könnten das genauso gut hier machen. 15 war das. Also, warte mal, das war ja hier feste Abfahrtszeit. Also, okay. Dann müssen wir hier noch einen darüber zaubern. Dann fährt er den einen Tag hin und den anderen Tag zurück. So macht das vielleicht Sinn. Schauen wir mal, ob das funktioniert, was wir da vorhaben. Ja, früher konnte man hier drunter verfolgen klicken, ne? Das ist jetzt da irgendwie weg. Wo ist jetzt verfolgen? Hier oben. Ah, ja, okay. Also der fährt jetzt dahin. Lass mal schneller fahren. Ne, das war Pause. Da war schneller. So, jetzt fährt er unten in den Tunnel da rein. In den Untergrundbahnhof. Und bleibt da stehen. Jetzt ist die Frage, wann er weiterfährt, ne? Fahrzeugdetails, Fahrplan. Er fährt am 8. weiter. Wir haben den 7. Ah, es müsste jetzt gleich um 4 Uhr sein. 4:48 Uhr. Er ist da vielleicht schon da gewesen, keine Ahnung. Oder 4 Uhr nachmittags. 16:48 Uhr. Man weiß nicht, was 4:48 Uhr Stunde heißt. Nee, das war es auch nicht. Schwierig zu beurteilen, was jetzt hier gerade passiert. Machen wir die Liste erstmal zu. Wir müssen jetzt mal gucken hier. Nächste Abfahrt wäre dann erst am 10. wieder. Am 10. um 6:24 Uhr. Da muss er noch ein bisschen stehen. Ja, der 9. ist erst. So, jetzt haben wir den 10. und 6:24 Uhr brauchen wir jetzt noch. 4, 3, 5, 6:24 Uhr und er fährt nicht. Was ist falsch? Abfahrt 15. Gibt es da noch irgendwie diese 100% jetzt hier? Die sehe ich nämlich nicht, wo ich die einstelle. Warte mal, das Fenster kann man ja größer ziehen. Ist dahinter noch was? Nein. Das sind jetzt die Abfahrtszeiten. Und feste Abfahrtszeiten ist klar, aber warten auf Mindestbeladung. Ach so, dann kann man entweder Abfahrtszeiten oder Mindestbeladung. Aber warum fährt er jetzt nicht vom Stahlwerk alt hier los? Er hätte jetzt am 10. ja losfahren müssen. Oder musste ich einmal aus dem Plan raus und dann, ich bin der Held, ne? Ist klar, wenn ich den Fahrplan offen habe, fährt kein Zug, ne? Das wissen wir ja schon, ne? Alles klar, dann lassen wir das mal so. Folgen dem gerade. Lassen wir es mal gerade schneller laufen und gucken, wie lange er zum Beispiel in diesem Stahlwerk steht. Jetzt sind natürlich hier alle Gleise belegt. Ne, da drüben ist noch eins frei. So, er braucht seine Weile jetzt hier. Bis 0 bis 115% Beladung. Keine Ahnung, was das wieder heißt. Ich werde jetzt aber einfach mal. Ah, er fährt jetzt wieder. Das war jetzt der 18. Okay. Okay, jetzt muss ich hier allerdings rein, muss da die Lupe ausmachen, damit wir da wieder wegkommen, ne? Weil, ach du, ich kann das Fenster wieder so verschieben, das konnte ich glaube letztens noch nicht, ne? Ah, ich glaube, hier ist ein kleiner Fehler weniger. Und das mit dem Anklicken. Nee, der Fehler ist in der neuen Version weg, alles klar, da haben wir Glück gehabt, ne? Gut, okay, das läuft erstmal. Der fährt, das ist auch gut. Und
Wir haben da was geändert und nächstes Mal müssen wir in dieser Liste noch weiter gucken, dass wir das mit anderen Zügen, die minus einfahren, genauso machen, ne? Ich denke mal, wir müssen uns dann mal ein paar weitere Sachen hier angucken, wie diese ganzen, ja, diese Menüs sind wohl gleich geblieben, aber die Fahrzeugmenüs, die haben sich ja wohl ein bisschen geändert, wie wir hier sehen, ne? Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns das das nächste Mal an. Ja, ich kann das Fenster wieder verschieben, alles ist gut, wunderbar. Gut, okay, dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.